Servus Leute, ich bin's euer Captain Deckbird. Wir spielen hier zusammen oder wir sterben hier zusammen mit den lieben Battle Pros bei seinem Livestream und zwar die Beta von Battlefield Hardline. Ja, so sieht's aus. Einen schönen guten Tag da draußen. Ich kriege hier gleich schon die Frage rein. Und wie ist so dein erster Eindruck zur Beta? Ich muss sagen, die ist nice. Nice, macht, ja. Macht Spaß, sehr unterhaltsam. Nur, was man nicht so lange spielen kann, ist wirklich der Modus Überfall. Ich finde, der wird so nach 2-3 Runden langweilig. Ja, langweilig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt immer dieselbe Map und wahrscheinlich mit ein paar anderen Maps wird es bestimmt auch ganz cool werden. Und sonst, Quaker, hast du das auch schon gespielt? So, hab ich nochmal 2 Mine gemacht. Ja, die Sniper sind jetzt echt gefährlich geworden. Ja. Aber ich kann mit den Dingern auch nicht umgehen dafür. Ich finde es geht. Man muss die DPI-Anzahl runterstellen mit den Chests. Ach, die Tür auf! Hotwire hat mich positiv überrascht. Ja. Das ist. Ich dachte auch so in den YouTube-Videos. Ja, ist das schön und gut, dass du da mit Autos durch die Gegend fährst und so einen Scheiß. Du die Autos, die markiert sind, einnehmen musst sozusagen, damit du durch die Gegend fahren musst und den Speed halten musst. Aber macht das wirklich Spaß? Und da habe ich mich auch so gefragt, was bringt es einem so? Aber wenn du das wirklich selber zockst, ist das schon genial. Ja, also es macht bisher auf jeden Fall ganz gut viel Spaß. Aha. Mich hat das Spiel eigentlich schon so weit überzeugt, dass ich kurz davon bin, mir das vorzubestellen. Aber wir wissen alle, vorbestellen ist meist nicht gut. Ja, vor allem du sparst einfach, wenn du es nicht vorbestellst. Ja, das ist auch super, dann ist elend weit weg, ne? Das ist so ein kleiner Basecamper mit seinem Heli, ey. Das sind die besten Leute. Was wolltest du mir jetzt sagen? Ja, ich war gerade im Heli, wollte den anderen Heli abschießen. Aber der gammelte die ganze Zeit, also Battlefield kennt man es ja auch schon die ganze Zeit, dass der Heli dann einfach die ganze Zeit in der Base campt. Ja. Und fliegt einfach nicht weg, der gibt sich einfach gar nicht ins Gefecht. Okay. Und diesmal hat er genau das gemacht. Ich bin dann losgeflogen mit dem anderen, der mit drin saß. Und dann mussten wir halt abspringen. Ja, da waren wir natürlich näher im Base und kurz davor in der Redzone auch dann halt zu sterben. Das ist ja. Mir wiederum auch an der Hardline gefällt, du kannst halt Helis bzw. Allgemeinfahrzeuge mit deiner stinknormalen Waffe anballern. Was wird zwar jetzt nicht viel Schaden, ist ja logisch, aber. Aber etwas. Ich sag mal so, es ist auch machbar damit einen Heli runterzuholen, ist mir heute schon mal passiert. Ja, mit der Drop-Up, hier mit der Drop-Up, LMG zum Beispiel, dann damit kann man ja wirklich ganz gut. Ja, ganz gut. Helis runterholen. Also die funktioniert ja gut, dann hast du ja ein paar hundert Schuss, 200 Schuss glaube ich, oder 100? Nicht ganz. Ja, auf jeden Fall 100 denke ich mal schon. Also drin im Magazin hast du 98 mal 2. Ja gut, siehst du ja. Aber es reicht. Ja, und damit kriegst du dann Heli gut down. Ja. Das funktioniert allemal. Der Roffelkopter nervt aber gerade extrem. Ja doch. Ich weiß nicht, ob der immer noch in der Luft ist, der feindlich, aber der hat gerade ordentlich genervt. Tatsächlich, die scheiß Bauern gehen nicht kaputt. Es wäre kein Problem, wenn die Mauern nicht zerstörbar wären, wenn das dann jetzt sag schon mal, zumindest kleinkalibrige Raketenwerfer wären, aber das sind ja zum Teil ja große Raketenwerfer, die du spielen kannst.
Ja. Weißt du, schreib gerade, die erste Szene, die er heute beim ersten Mal spielen erlebt hatte, war: Ich im Drive-By möchte ein Auto von mir mit der M320 treffen, aber habe stattdessen den Heli über uns getroffen. Und alles ging in der Luft und habe gleich mit einem 6:0 gestartet. Das war super. Das läuft. Ich glaube, mein coolster Augenblick war mal bisher mit dieser Seilbahn rutschen. Damit dann, ist das eine Armbrust oder eine Schleuder? Das ist, glaube ich, so ein Schleudergedöns. Ja, ich guck mal, ich benutze jetzt einfach mal wie eine Armbrust. Ach, du hast dieses Ding da aufgehoben? Nee, das ist hier deine Seilbahn. Echt? Ja, weil das jetzt gerade so richtig nach Armbrust-Design aussah. Echt? Alter, ich war doch so weit hinter der Mauer. Ja, also, ich finde, es ist schlimmer hier geworden mit dem hinter der Mauer sein. In Deckung, Das überhaupt nicht. wenn du in der Deckung bist, ja doch, ich finde es schon, es ist schlimmer geworden. Also ich spüre davon nichts. Kann man Gracer schreiben. Gracer unser Battlefield spielt hier an List hier. Alter, was schießt der da bitte für Munition ab? Gracer muss schon wieder los. Alles klar, Gracer. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast und man sieht sich. Wiedersehen. Oh, da ist einer. Ja gut, aber was macht eigentlich das Team hier? Nee. Warte, 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 warte. Temporieren. So, wenn du willst, kannst du bei mir spawnen. Ja, ich bin aber schon irgendwo auf dem Arsch der Welt. Ich wollte jetzt gerade Richtung, Gib Gas, dass du stirbst. Wo bist du denn im Heli? Ja, egal. Ja, ich laufe nach B. Da dürfte man eigentlich relativ, da stirbt man relativ schnell, ja doch. Der Hund ist gerade schon zu Ende. Ja, jetzt am Ende konnte man erstmal richtig so losspielen. Ja, up and down. Wahrscheinlich der letzte Ball hier lieber besetzt. Nee, aber die Runde ist gleich zu Ende. Dann stehen jetzt hier die Tickets. Drei noch, ja, das haben wir verloren. Na gut, das war der erste Einblick in Battlefield Hardline von mir. Ich werde jetzt in der Laufe der Woche noch mehrere Videos hochladen, wie die einzelnen Modis jetzt wirklich aussehen. Beziehungsweise euch den ersten Einblick in Gadgets, Waffen und mehr hinein, bla bla, zeigen. Und damit würde ich sagen, das wär's von mir. Phil hat die letzten Worte und tschüss schon mal. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst die Bewertung nicht dazulassen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo. Bis dann, tschüss.